Herzlich willkommen zum täglichen Monolog am Dienstag. Habt ihr gesehen, was der ARD-Journalist und Typ, der nach einer Woche Strandurlaub so aussieht wie die Wand hinter ihm, Markus Preis, getwittert hat? Ein Screenshot, es geht dabei um die Quote der Tagesschau vom 23.06.2018 in der Halbzeitpause vom Deutschlandspiel. Die Tagesschau schreibt: Wir bedanken uns bei 26,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die unsere 20 Uhr Ausgabe der Tagesschau gesehen haben. Dies entspricht einem Marktanteil von 74,8%. 26,6 Millionen Zuschauer, von denen waren 20 Millionen auf Toilette, in der Küche oder auf dem Twitter-Account der Zeit, wo Boris Becker zum Spiel getwittert hat. Außerdem wurde die Ausgabe von Linda Zerwan moderiert. Judith Rakers war zu dem Zeitpunkt auch auf Toilette. Linda ist die Einzige, die während des Spiels auf Toilette gehen musste. Die hat sich eingesetzt für Deutschland. Die hat sich geopfert. Und wenn man sich schon so merkwürdig selbst feiert, dann bitte auch mit Linda, nicht mit Judith. Die ARD verkürzt ja die Tagesschau im ersten, wenn sie WM zeigt. Die kommt dann in der Halbzeitpause des 20 Uhr Spiels. In dem dritten Programm kommt aber trotzdem eine ganz normale Tagesschau 15 Minuten lang. Das heißt, die haben im Endeffekt mehr Arbeit, weil die eine kurze und eine lange Fassung machen müssen. Die Tagesthemen sind wie immer 30 Minuten lang und kommen nach dem Fußball. Beim ZDF ist man da ein bisschen entspannter, da ist man so im Urlaubsmodus. Während einer WM in Russland sorgen Informationen eh nur für unnötig schlechte Laune. Also die verkürzen das eigentlich 30-minütige Heute-Journal auf ca. 8 Minuten, damit es in die Halbzeitpause passt. Aber wie soll ein Klaus Kleber auch in WM-Stimmung kommen, wenn er für sein Geld arbeiten muss? Alle sitzen zu Hause, nur Klaus muss arbeiten, das wäre doch unfair, oder? Der ist halt einfach nicht so ein Streber wie Karin Mioska. Und wenn ich Leute sehen will, die einen Auftrag ernst nehmen, dann gucke ich nicht das ZDF, sondern Haus des Geldes. Use Hunsrück war und ist in Kulturlandschaft. In Ehrlichland. Aufgrund der Strafzölle der EU gegen Motorräder aus den USA hat Harley-Davidson angekündigt, Teile seiner Produktion ins Ausland zu verlagern. Die weiße männliche Basis von Trump ist so sauer, die fahren die Route 66 schon mit dem Fahrrad. Obwohl, Moment, gibt es überhaupt Fahrräder in den USA? Also ich glaube, die haben gar keine Fortbewegungsmittel, bei denen man sich selber bewegen muss, oder? Dann fahren sie halt mit dem Segway. Es ist viel zu laut hier. Kann die Regierung von Schwaben es bitte so klären, dass es geht? Laut einer Forsa-Umfrage bewerten die Bayern die Arbeit von Markus Söder und Horst Seehofer mehrheitlich negativ. Die meiste Zufriedenheit über die Arbeit von Söder findet sich mit 67% unter den AfD-Anhängern. Erst dann kommen die CSU-Anhänger mit 56%. Das ist ja echt ein Ding, dass man in Umfragewerten verliert, wenn man die Politik der Nazis nachmacht. Also das ist wirklich eine große Überraschung. Mit der Politik Söders sind gerade mal 38% der Bayern zufrieden. Zum Vergleich, 43% der Bayern sind mit Merkels Politik zufrieden. Falls ihr wissen wollt, wie es sich anfühlt, jetzt Markus Söder oder Horst Seehofer zu sein, seid ihr schon mal aus Versehen verkehrt herum in eine Einbahnstraße gefahren und es ist euch erst aufgefallen, als ihr schon halb in der Straße drin wart und dann ist es zum Wenden zu spät und das ist auch irgendwie voll auffällig und peinlich. Deshalb zieht man einfach durch und hofft, dass einem niemand entgegenkommt und keiner sieht. Die haben sich so ein bisschen in ihrer Echokammer verheddert, wie Fußballer mit Stollen im Tornetz. Erich Kästners zwei Söders sind verschwunden. Horst Seehofer findet in Bayern eine Zustimmung von 61%. Also unter den AfD-Anhängern. Unter CSU-Anhängern sind es nur 55%. 61% der Bayern insgesamt bewerten seine Arbeit als negativ. 75% der Bayern finden, dass es Probleme gibt, die genauso wichtig oder sogar noch wichtiger sind als die Flüchtlingsfrage. Auch 2/3 der CSU-Anhänger glauben das. Und jetzt dürft ihr raten, bei welchen Parteianhängern die Flüchtlingsfrage am wichtigsten ist. Richtig, bei denen der AfD. Wir können also zu einem einfachen Schluss kommen. Wenn Söder und Seehofer die parteiinternen Querelen lösen wollen und Unterstützung von der Basis haben wollen, dann müssen sie einfach zur AfD wechseln. Und wo wir schon mal in Bayern sind, wir haben noch eine traurige Meldung zum Schluss. Heute vor 12 Jahren wurde der Bär Bruno erschossen. Er war nach 170 Jahren der erste freilebende Bär in Deutschland, der nicht Bingo die Umweltlotterie moderiert hat. Das war der tägliche Monolog für heute. Ich hoffe, ihr schaltet auch morgen wieder ein. Bis dahin, ciao.